Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Da sind wir nun wieder in der Mine, Ebene 3, könnte man sagen. Und keine Ahnung, wie viel da noch kommen, denn mittlerweile ist das Spiel blind für mich. Und blind ist es, glaube ich, auch für meinen Gast. Ich habe wieder einen Gast in der Leitung und der darf sich jetzt an dieser Stelle mal vorstellen. Yay, hallo Leute, ich bin Gary, der Gamerit, the Gamerit, oh mein Gott, ich bin so fertig. Als Gast heute dabei und ja, für mich ist auch blind, ich hänge noch zwei Parts hinterher zu dem heutigen, deswegen alles neu für mich, ich habe noch nichts davon gesehen, sieht aber sehr cool aus. Ja, wunderbar, es freut mich, dass du dabei bist. Also das, was wir jetzt neu machen müssen hier in der Mine, ist immer wieder auf Fallen überprüfen, deswegen Imone sucht nach Fallen, schön aktiviert lassen. Ja. Und dann können wir hier ein bisschen sicherer umherstreiten. Das finde ich gut. Ich habe mich schon gefragt, wann das endlich mal kommt. Ja, und hier ist es. Darauf bedacht warst. Hier ist es absolut vonnöten. Wir haben schon die paar ersten Fallen entschärft. Und hier gibt es den nächsten Goblin. Ne, Kobold. Ah. Und dann hört sie immer auf, nach Fallen zu suchen. Super. Ja, genau. Das ist leider ein Nachteil, der schon immer präsent war. Oh, dem John geht's nicht gut. Ja, während ich hier rumkämpfe, kannst du ja mal so erzählen, was so deine Meinung zu Baldur's Gate bisher ist. Bitte nicht dabei sterben. Ja, bisher, ich find's sehr cool. Ich muss sagen, früher hätte ich's nicht so gut gefunden. Ja? Ich glaube, ich hatte es auch schon mal angespielt irgendwie auf Empfehlung eines Kumpels oder sowas. Aber da war ich mehr noch so in Richtung, die Grafik muss schön sein und sowas. Ah, Grafikhure. Ja, ich bin immer noch eine Grafikkurve so ein bisschen, also, ne, aber ich meine, ich habe ja auch schon ältere Spiele gespielt und sowas, ja, ich kümmere mich gleich. Aber ich weiß nicht, jetzt wo ich so gesehen habe, was es so gibt und so, und dann hat man sich so ein bisschen satt gesehen, vielleicht kannst du auch ein bisschen nachvollziehen, ich weiß es nicht, aber jetzt machen solche Spiele für mich wieder mehr einen Reiz aus, auch einfach, weil man selber sich mehr dabei denken kann einfach und sich selber so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen mit der Fantasie noch ein bisschen da reinspielen kann. Ja. Als alles vorgekaut zu bekommen per Grafik oder sowas. Das verstehen vielleicht etwas jüngere Leute nicht unbedingt, aber mir geht's mittlerweile so und ich find's eigentlich sehr, sehr cool. Mir hat das Let's Play bisher auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe halt so jeden Part geschaut. Schön. Und schau auch gerne weiter. Na, das freut mich. Also, wird sich bestimmt noch steigern. Ich weiß, ich schweife gerne, aber vor allem, wenn wir Baldur's Gate 2 spielen. Ja. Ich liebe einfach Teil 2. Wo du ja schon jeden Part eigentlich Baldur's Gate 2 erwähnst. Ja, ich kann es nicht lassen. Ungewollt. Ja. Aber ich finde es ja eigentlich ganz cool. Also, ich habe Baldur's... Ich weiß gar nicht, irgendein Baldur's Gate habe ich auf der Playstation mal mit einem Kumpel gespielt. Ja, aber dieses Dark Alliance, aber das ist ja wieder ganz anders von seiner Mentalität. Dachte ich mir schon. Irgendwie habe ich das auch ganz anders in Erinnerung. Ja, das fühlt sich ja eher so an wie so ein Diablo-Verschnitt. Einfach so durch Dungeons fetzen und Ausrüstung sammeln und ja. Ja, hat schon eher. Vor allem im Koop macht das Spaß, aber eigentlich ist es... hat nicht viel mit Baldur's Gate gemeinsam. Ja, ich muss auch sagen, solche Diablo-Klone liegen mir gar nicht. Also, es gibt ja Leute, wie zum Beispiel Tofu-Kanone, der sehr, also dem Gameplay eigentlich wichtiger ist als Story. Ja, ist ja cool, also wenn man das kann, ne? Aber ich muss sagen, mir gefällt das nicht. Ich hab dann doch lieber eine gute Story, die das Spiel so ein bisschen mitträgt und auch mal das, was passiert. Oh nein. Du bist schuld. Ja, ich bin schuld, natürlich. Leute... Schreibt in die Kommentare, Gary ist schuld. Boah, was hat denn der gemacht mit mir? Ja, der hat anscheinend einen ziemlich großen Stein geworfen in den Kopf und der ist geplatzt. Ich habe heute noch keinen Quicksave gemacht, sonst mache ich ständig einen... Ja, Leute, alles auf Anfang. Ja. Sollen wir die Uhr nochmal starten? Nein, wir ziehen das durch. Nein, die Fails bleiben. Ja, das bleibt. Ja, gut, ich muss sagen, also... Diablo hat mir schon Spaß gemacht. Also generell ist mir Story schon wichtiger und so. Aber bei, wenn es so ein typisches Item-Sammeln, Jägertriebe, wenn die geweckt werden, dann spiele ich auch gerne mal sowas wie ein Diablo. Hat aber bisher in diesem ganzen Hack-and-Slay-Genre wirklich nur Diablo geschafft. Und eigentlich genau genommen auch nur Diablo 2. Also Diablo 3 hat mich nie so wirklich begeistert. Okay. Ja, und das liegt mir eben nicht, also ständig durch dieselben Gebiete zu rennen und dieselben Viecher umzuhauen, nur damit man vielleicht einen Gegenstand findet, der 2% besser ist oder so.
Ich weiß nicht, das ist einfach, das hält mich nicht dabei. Da denke ich mir dann eher so, ja, ich könnte jetzt auch irgendwas spielen, was eine tolle Story hat oder so, wo ich ein bisschen noch was erlebe. Ja, da hast du ja eigentlich auch recht. Ich weiß nicht. Ja. Ist irgendwie so nicht so meins. Ja, ich war damals ein ganz armer Berufsschüler, muss man sagen. Ich hatte kaum Geld. Und dann habe ich rausgefunden, wenn ich da so am Abend so 50 Mal Mephisto töte und das dann auf Charakter staue und das dann in eBay verkaufe, dann kann man einen schönen Nebenverdienst. Das ging damals echt bei Diablo 2. Das fand ich voll cool. Oh mein Gott. Ja, aber so kann man sich halt auch was dazu verdienen. Das ja, das fand ich super. Steht ganz oben. Ja, aber das war halt auch nicht mein Anreiz. Ja, klar. Ich wollte nur mal meinen Anreiz erzählen. Ja, klar. Ja, laut Tofu haben sie das ja auch rausgenommen aus Diablo 3. Mhm. Ja, stimmt. Wollen wir jetzt ein bisschen vom Thema abschweifen, Leute? Ein bisschen, ja. Weil wir spielen ja hier eigentlich was viel Besseres. Da liegt doch was drin. Ist da nicht Kohle drin gewesen? Ja, das ist verseuchte Kohle. Die lasse ich jetzt liegen, weil davon habe ich schon 2, 3 mitgenommen. Ich glaube, die bringt mir nichts. Okay. Gerade weil sie halt verseucht ist. Okay. Ja, komm, ich will speichern. Genau, so. Jetzt werde ich es wieder übertreiben mit den Quick-Saves. Aber egal. Aber was du angesprochen hast im Koop oder sowas, macht das schon Spaß. Und das finde ich auch. Also, das kann man wirklich mal machen. Und ja, ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe da auch was geplant. Okay, das hört. Und ich spiele ja sogar. Dank deinem Let's Play habe ich wieder Lust bekommen auf ein anderes, altes Spiel, wo ich früher auch ziemlich skeptisch war, weil es halt auch grafisch nicht so das Tollste war, was es so gab und so. Und also nicht 3D, sondern auch so. Vogelperspektive so ein bisschen, aber nicht ganz. So, wie nennt man das? Ich glaube isometrisch oder so? Ich weiß gerade gar nicht. Aber so ein bisschen auch wie hier, so schräg drauf und nicht wieder sterben, bitte. Das war eben die Stelle. Ja, stimmt. Diesmal habe ich mich geheilt. Wenn ich das mal erwähnen darf, also ich spiele gerade Divine Divinity. Ein sehr schönes Spiel, habe ich damals sehr geliebt, ja. Hast du auch gespielt, okay, das wusste ich gar nicht. Also, ich habe es auch sehr cool gefunden, ich fand es nur verdammt schwer. Ja, man muss sich reinfuchsen, ne? Oh ja, ja. Viel, viel kiten teilweise, weil unglaublich viele Gegner kommen und die einfach mal 100-mal stärker sind als man selbst, hat man das Gefühl. Mhm. Oder hatte ich früher das Gefühl und ich bin gespannt, wie es jetzt werden wird. Ja, was wollt ihr? Es hat auch bis jetzt gerade mal so ein bisschen angefangen, also ich bin ja nicht weit. Aber okay. Ich freue mich drauf, ich find's cool und es ist auch nicht wie Diablo und das finde ich umso toller. Ja, genau. Auch wenn mich jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Leute hassen werden, aber ja. Naja. Es hat mehr Story, es hat auch ein paar geskriptete Sachen zwischendrin, die man gar nicht erwartet und sowas. Und das fand ich jetzt schon wieder in den ersten Parts total cool, weil ich bin direkt wieder auf was gestoßen, was ich total vergessen hatte. Cool. Das war richtig, richtig cool. Und das, sowas gefällt mir einfach. Und das finde ich bei Baldur's Gate auch so cool, dass man einfach durch die Gegend läuft und plötzlich kommt irgendein Event oder so. Genau, ja. Das finde ich sehr schön. Das wird noch richtig schön, vor allem im zweiten Teil halt. Da gibt es eigentlich nur noch Events. Okay. Ach, ich freue mich so. Also, das fehlt mir einfach im ersten Teil jetzt noch so ein bisschen. Das sind, wirkt doch noch ein. Ja, gut, es ist alles noch gut, aber ich kenne halt die Steigerung. Und deswegen, man wird es dann verstehen. Es ist noch mehr so in den Anfängen, oder? Ja. Es war ja auch von dieser Pen and Paper Vorlage, war es ja eins der ersten. Das hat ja dann erst so den richtigen Boom gemacht im Grunde. Gerade bei BioWare. Um mich mal ein bisschen up to date zu bringen, die Mine. Ich meine, wir haben jetzt ziemlich lange, oder zumindest du hast ziemlich lange gebraucht, um da hinzukommen. Mit Nebenquests und sowas, ist ja klar. Aber ich weiß ja, dass man noch nach Baldur's Gate auch wirklich in die Stadt kommt. Genau. Wie weit würdest du deinen Fortschritt hier im Spiel so einschätzen? Weil ich habe gar keine Ahnung, also ich kenne das ja überhaupt nicht, das Spiel. Ja, das ist das Problem. Ich habe den ersten Teil nie durchgespielt, aber das ist noch, wir sind eigentlich noch am Anfang. Also wir sind in Kapitel 2 wohlgemerkt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es gibt, aber also okay, das ist noch krass. Unglaublich viel vor uns. Ich weiß nur, dass das weiß ich aus dem zweiten Teil, da gibt es natürlich auch bald das Tor und da ist diese Stadt in Vierteln unterteilt und allein diese ein Viertel auseinanderzunehmen und die Quests, die daraus entstehen, das dauert ewig lang. Okay. Also es hat eigentlich erst so langsam begonnen jetzt hier. Es ist ja unser erster richtiger Dungeon, wo wir uns gerade befinden. Ja, genau, deswegen, es gibt jetzt erstmal Fallen und sowas. Das hat mich jetzt auch verwundert und deswegen frage ich mich, wie weit es noch geht. Also was alles noch so auf einen wartet und so. Ja, es ist ein wahrliches Mammutprojekt, also. Aber mir gefällt's, also super.
auch, dass du das machst. 2, 3, 4, 5, irgendeiner fehlt. Irgendein Depp fehlt schon wieder. Ich glaube, du hast Nera wieder stehen lassen. Nera. Ja, siehst du. Ja. Die hattest du eben nämlich nicht mit in den. Also mit in die. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. In die Auswahl gebracht, so. Ins Auswahlfenster. So heißt. Ich habe jetzt das englische Wort gesucht, aber. Was habt ihr dieses Warum immer Englisch? Jetzt sind wir wieder komplett wunderbar. Ja, was hältst du eigentlich von so einem Gruppen? Findest du so eine Gruppendingens gut? Oder bist du eher so, ich sag mal, was ja auch der geistige Nachfolger ist, Dragon Age-mäßig, dass man da eher so alleine rum. Nee, Quatsch, da hat man ja auch Dragon Age. Ist ja Quatsch. Nee, was hatte ich denn jetzt für ein Beispiel eigentlich gehabt? Also Divine Divinity wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür. Genau. Oder was auch in das Universum noch so ein bisschen gehört, Neverwinter Nights. Da hat man zum Beispiel höchstens einen Gefährten. War das einer? Ich meine zwei, oder? Nee, ich meine zwei Gefährten. Ich habe Neverwinter Nights mal angespielt. Ich meine, es waren zwei. Ja, okay. Ja. Ich glaube, es waren zwei Gefährten. Aber ja, so Gruppensachen, eigentlich finde ich sehr cool, weil man kann sich viel mehr, man muss sich nicht, also die Spezialisierung, weißt, man kann einzelne Gruppenmitglieder spezialisieren und dass ich, und dann muss man nicht immer so allround sein, wozu ich eigentlich immer mehr den Trieb habe, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin gar nicht so für diese ewigen Spezialisierungen. Ich weiß auch nicht, ich will immer alles können. Und ja, genau, dass du es ansprichst, bei Divine Divinity gibt es das zum Beispiel nicht und da finde ich das gerade ein bisschen... Ach so. Ja, ich will mehr, aber es geht nicht, weil ich nur eine Person bin, nein. Ja, das ist natürlich mies, ja. Aber ja, also eigentlich finde ich es sehr, sehr cool und das bietet viele Möglichkeiten, aber es hat natürlich auch einige Probleme, die es machen kann. Zum einen, wenn die KI nicht so toll ist oder sowas, je nachdem, was es für ein Spiel ist, hier geht's ja noch. Mit Pausefunktion und sowas, auch bei Dragon Age dann später oder auch bei KOTOR. Mhm. Ist ja auch sehr cool, da hat man auch höchstens zwei Gefährten. Also Knights of the Old Republic, für alle, die die Abkürzung nicht kennen. Genau. Ist ja auch von BioWare. Ja. Und es hat natürlich auch ein paar Probleme. Ich meine, bei KOTOR laufen die alle einen immer in der genau der gleichen Entfernung hinterher, da ist es nicht so schlimm. Aber wie hier, wenn man dann einfach jemanden vergisst oder so, gerade mal nicht auswählt, weil er irgendwie im Schatten steht oder so, man nicht so richtig sieht, dann hat man halt schon mal ein bisschen Wartezeit, bis die Person wieder zurück ist. Oder man kann, ich weiß nicht, bewegen, patrouillieren manche Feinde auch in Baldur's Gate oder in Baldur's Gate 2 respektive? Ja, kommt drauf an. Also die meisten sind ja random gesetzt, also bei Dungeons zumindest. Aber patrouillieren würde ich jetzt eher nicht sagen, ne. Weil wenn dann jemand patrouillieren würde und einer deiner Leute steht mitten in der Prärie alleine rum, das wäre natürlich schlecht, ne? Ja. Oder die Wegfindung ist ein bisschen anders, oder man ist halt schon ein bisschen ums Eck gegangen oder sowas und die Wegfindung sagt halt kürzester Weg, ne? Dann kann halt auch mal schnell sein, dass der einfach in eine Gruppe reinrennt. Hast ein Problem. Also das sind halt so Kleinigkeiten, ja. Aber wenn man sich drauf einlässt, denke ich, ist das kein Problem. Und gut, was auch noch mühselig sein kann, was mir gerade auffällt, das Gruppenmanagement halt. Ne? Genau. Nahkämpfer immer vorne, Fernkämpfer hinten und so, das kann auch nach einer Zeit ermüdend sein, würde ich sagen. Ist nicht jedermanns Sache, ja. Da muss man viel mit der Pause arbeiten, wenn man die schön koordinieren will und so. Mir genau. Persönlich macht das ja schon Spaß, aber kann mir gut vorstellen, dass manchen einfach zu nervig ist. Das denke ich mir nämlich auch. Also das, oder beziehungsweise ich glaube, als ich es angezockt hatte mal, war das auch so ein Faktor, wo ich mir dachte, oh, da hast du jetzt eigentlich keine Lust drauf. Ja. Aber das ist halt auch schon... mindestens 10 Jahre her oder so. Und ja, mit der Zeit ändert sich vieles. Deshalb auch, wenn man es jetzt nicht mag, Leute, vielleicht später. Ja, wer weiß, ne? Weiß man es eher zu schätzen. Baldur's Gate hat halt in vielen einfach so Sachen, Elemente eingebaut, die man heutzutage immer wieder findet. Zum Beispiel dieses ganze Gesinnungssystem, dass man einfach mal böse sein kann und trotzdem damit erfolgreich sein kann und darf. Da war ja Baldur's Gate auch das erste Spiel seiner Art. Also mir fällt sonst davor nichts ein, wo man, keine Ahnung, als Bösewicht rumrennen kann und die Händler anstatt zu kaufen berauben kann oder töten oder was weiß ich nicht alles. Oder generell alles zu töten, auf was man Bock hat. Natürlich muss man mit den Konsequenzen leben. Bist du ein Fan von diesem Gesinnungssystem oder denkst du dir auch, nö, das brauche ich eigentlich nicht? Ich finde die Gesinnungssysteme sehr cool, ich kann nur nicht böse sein. Achso. Ich bin immer so gut, rechtschaffen gut, neutral gut. Eigentlich lieber neutral gut, weil manchmal dann, ne, wenn ich mir denke so, boah, der hat's trotzdem verdient, dann gibt's trotzdem auch Schnauze. Aber ne, generell eher so,
kann ich nicht so böse sein. Aber ich finde es eigentlich cool, dass die Möglichkeit ist, weil es ist realistischer und ich mag sowas. Ich finde das sehr, sehr gut und bietet auch einfach mehr Möglichkeiten, so ein Spiel auch zu genießen und zu spielen. Ich meine, wie man es gerade möchte oder dass man einfach auch mal was anderes ausprobiert oder so, gibt es ja auch. Machst du ja auch zum Beispiel bei Dark Souls sehr häufig. Ja, stimmt. Hab ich jetzt heute noch ein paar von denen geguckt. Bei den zwei Drachenreitern, wo du gesagt hast, New Game Plus, dann töten wir sie mal. Genau. Also die Königin, wie heißt denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, ich kümmere mich. Die Chandra oder so. Da habe ich dann auch geschmunzelt drüber. Weil es war mir so klar. Ja, ich meine, ich bin ja dann auch neugierig, ne? Weil dann gibt es ja auch wieder da was und will ich alles mitbekommen. Ja, genau. Das macht's dann. Das finde ich aber schon fast wieder anstrengend, weil um alles zu sehen, muss man das dann auch wirklich beides machen. Und das ist. Stimmt. Also nicht immer. Es gibt auch Lösungen, die das nicht beinhalten, dass es mehr so ein einfacherer Weg ist und dass man halt über die schwierigen Sachen trotzdem an das rankommt. Okay. Aber wenn das so exklusive ist, dann finde ich es immer noch so ein bisschen grenzwertig. Ich weiß nicht. Weil ich bin auch niemand, der allzu gerne alles 15 Mal durchspielt hintereinander. Ja, ich weiß nicht. Ich möchte dann auch. Es gibt so viel, was ich spielen möchte. Ja, das Leben ist eh zu kurz dafür. Ne? Ich habe mich damit schon abgefunden. Ja. Leider. Leider, ne? Es gibt so viel Tolles. Das stimmt. War der See jetzt irgendwas Besonderes? Nö, eigentlich nicht. Also. Es ist einfach nur ein See. Ich meine, so unterirdisch ist auch schön. Immerhin haben wir mal einen anderen Gegner hier gesehen. Bisher gibt es hier nur Kobolde. Aber da eben war mal ein Ghoul. Wahnsinn. Aber es ist eine Mine, John. Da gibt es halt nicht so viele. Ja, aber die müssen doch einen Grund haben, dass hier alles verseuchen kaputt ist. Da können doch nicht Kobolde schuld sein. Nee, das kommt halt erst ganz unten. Natürlich. Ja, natürlich. So eine U20 oder was weiß ich. Oh, dann kann das hier noch einige Parts dauern. Ja, keine Ahnung, wie lange sich das noch zieht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich kümmere mich keine Ahnung. Schade. Ich dachte, vielleicht könnte ich heute noch dabei sein, wenn noch jemand sagt. Ja, vielleicht bist du das. Wer weiß. Das wäre sehr, sehr cool. Das wäre schon mal spannend. Also zumindest, was ich bei... Ja? Zumindest wären wir mit der Ebene fertig, da bin ich mir sicher. Ja, das ist schon mal gut. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, was ich bei Baldur's Gate noch ein bisschen sowohl cool als auch sehr anstrengend fand, ist, dass die Charaktere einen dauernd anquatschen. Also, ich find's sehr cool, dass sie mit einem reden und so ein bisschen so, was soll ich denn überhaupt tun oder sowas. Aber das bei jedem Mal auswählen hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Das stimmt, also es nervt mich auch teilweise. Ich glaube, man könnte es auch reduzieren, dass sie weniger sprechen. Aber ich habe das, glaube ich, schon auf selten und sie reden trotzdem ständig. Okay, also wenn das schon selten ist. Und auf nie will ich es halt auch nicht schalten. Ja, nee, das wäre dann ja auch doof, das stimmt. Nee, ein bisschen muss ja sein. Ein bisschen, das ist ja auch ein Feature im Grunde vom Spiel. Ja. Das haben auch nicht alle Spiele. Also ich meine, doch bei Dragon Age zum Beispiel hatten sie das, glaube ich, auch mit drin. Ja, aber da haben sie deutlich interessantere Sachen gesagt. Und ja, so. und auch geringer, meine ich. Ja, ich glaube auch. Ist ja nicht so schlimm, aber es ist halt doch nach einer Zeit könnte es etwas... Das stimmt. ein etwas abwerfen. Da unten haben wir übrigens ein paar Spinnen gesehen. Zum Glück haben sie uns nicht vergiftet, aber gut, jetzt haben wir eh wieder eine Koboldplage. Aber die sind ja fast One-Hits. Das Gift war sehr heftig, habe ich im letzten Part auch gesehen. Oh ja, bei den ersten Spinnen da in dem Haus, das war böse. Oh ja. Aber das finde ich gut an dem Spiel. Es ist sehr heftig. Also es ist schon unnachgiebig, wenn man Mist baut. Das auf jeden Fall. Ja. Entscheidungen sind auch nicht zurückzukehren. Geskillt ist eventuell verskillt und da sind sie wirklich konsequent, das mag ich. Das haben heutige Rollenspiele ja so gut wie gar nicht mehr. Selbst Dark Souls 2 hat das nicht mehr. Da kann man sich auch umskillen, wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Finde ich echt schade. Ich mag es, mit Konsequenzen irgendwie zu skillen und so. Ich finde das toll. Man denkt dann mehr nach, finde ich. Ja. Man muss einfach mit den Fehlern dann leben für den Rest des Spiels oder so, meinetwegen. Ja. Das hat einfach was. Finde ich auch, finde ich ehrlich gesagt auch. Früher hätte ich es auch anders gesehen, das kam jetzt auch jetzt. Was? Warum ist Falle? Falle, ja. Oh, wie gemein, ey. Da denkt man einmal nicht dran.
Ich habe kurz safe. Davor, ja. Oh, sehr gut. Das ist nicht so schlimm. Ja, es ist, ich würde es gerne auch konsequent dann ohne Quicksave machen, aber solange ich keinen Wiederbelebungszauber habe, habe ich darauf keinen Bock. Tut mir leid. Das ist ja gut, ich meine, wenn du jetzt die drei Ebenen wieder hochlaufen müsstest und dann sie wiederbeleben müsstest und dann wieder da runterlaufen müsstest, ist eigentlich auch nur Zeitschinderei. Ich meine, gut, du verlierst ein bisschen Gold, aber... Na komm, Imoen. Warum siehst du die Falle nicht? Imoen. Vielleicht ist sie über ihrer Stufe oder hast du die voll ausgeskillt? Dann? Ich hab die eigentlich sehr gut geskillt. Ah, da sind ja gleich drei Fallen drin. Alter. Okay, da sollte einer aber sicher gehen. Hier. Ja. Also ich finde das so schön, dass das alles Erfahrung gibt. So. Stimmt. Wunderbar. Doch schon ganz ordentlich, dafür, dass es ein paar Fallen sind. Hm. Bin das ich mal gespannt, was dahinter ist. Ich glaube, wenn ich mir... Ah ne, da hinten waren wir noch nächste nicht. Ebene? Wer ja, denn? Wir müssen aber noch da hinten hin. Ich will alles checken. Ja, natürlich. Kommt mit, Leute. Habe ich alle drin? Ja, gut. Und das ist in diesem Spiel auch unglaublich viel einfacher als in anderen, die ich kenne. Mhm. Ich kenne einfach Spiele, da sind die Karten so groß. Oh mein Gott. Du da alles aufdecken willst, ne, das ist richtig, richtig übel. Kann ich mir denken, ja, aber zu damaliger Zeit waren das schon unglaublich große Karten. Ja klar, ich meine, man muss ja auch bedenken, was es da für einen Speicher gab. Und, Das haben sie ja jetzt in dieser neuen Version schon deutlich ausgebessert, also... Früher hat man die 640er mal 480er Auflösung gehabt auf diesen Karten, das war richtig böse. Also nur mal zum Vergleich, wenn ich richtig fett ranzoome, früher ist man immer so rumgerannt, ne? Also war nicht so schön, Leute. Es gab früher auch keinen Zoom, das ist alles neu. Muss man sich mal überlegen, ne? Was sich da geändert hat und wie es vorher war. Man hat ja das, man sieht ja jetzt schon kaum was, finde ich. Also so wirklich, ne, kann man auch nicht viel sehen. Aber damals, stimmt. Oh mein Gott. Das war echt schlimm. Bei Teil 2 genauso. Und ich war so froh, als dann bei Teil 2... Ah, nicht schon wieder. Stopp, Leute, stopp. Renn einfach weiter. Nein. Ach, das könnte man eigentlich fast schon wieder laden. So, nee, ich habe eine Bärenfalle am Fuß. Ist ja egal. Ich war damals so froh, bei Baldur's Gate 2 haben sie nach ein paar Monaten dann einen Patch rausgebracht mit einer Unterstützung von der 800x600er Auflösung. Das war ein Luxus. Das doppelte Bildschirmgröße, yeah. Das habe ich echt gefeiert damals. Ja, das muss man mal sehen. Ne? Allein der Unterschied schon von 800x600 zu 640x480. Ja, das ist schon etwas, ja. Das ist ein ganzes Stück, also heftig. Krass. Wo ich aber hab, das ja ist jetzt auch ein Punkt, wo ich sagen muss, dass Remakes richtig, richtig genial sind. Von solchen, von wirklich alten Spielen, die dann auf für neuere Systeme ein bisschen angepasst sind und vielleicht eine bessere Auflösung noch bieten und so ein bisschen größeren Bildschirmausschnitt. Das ist cool. Das finde ich richtig, richtig gut. Wenn man da so im Gegensatz diese Last of Us Edition sieht. Ja, das ist ja nur ein Grafik-Update. Ja, noch nicht mal ein wirkliches. Also so ein großes fand ich es gar nicht. Das finde ich dann schon ein bisschen... Es ist auch schön, gerade für Leute, die es sich vorher nicht geholt haben und sie jetzt vielleicht für die bessere Konsole holen wollen. Ja, dann super. Ja. Finde ich eigentlich gut, aber es wirkt auch so ein bisschen wie Abzocke, muss ich leider sagen. Ja, das ist es auch, ja. Also, und das finde ich dann wieder sehr, sehr schade, weil das wirkt so ein bisschen, als würden die Entwickler was produzieren und sich dann darauf ausruhen und das noch 15 Mal rausbringen mit minimalsten Änderungen. Ja, das stimmt. Damit so ein bisschen Geld scheffeln und das finde ich halt immer so einen sehr bitteren Nachgeschmack, finde ich. Also. Ja, das stimmt. Ich bin auch ein Fan von Remakes, wenn es wirklich Remakes sind, wenn es wirklich darum geht, dass das die Elemente erweitert wurden oder angepasst auf die heutige Zeit, dann ist das eine super Sache. Dann feiere ich Remakes auch. Und so wie hier zum Beispiel. Tja, also wenn man es mal vergleicht mit der damaligen Version, das ist Wahnsinn, was die da alles noch hinzugepatcht haben und verfeinert haben. Es sind so viele schöne Möglichkeiten. Ich könnte jetzt gar nicht aufzählen, weil es schon so lange her ist. Aber wenn es dann wirklich sowas ist, so ja, gerade eine Generation her und dann ist es ja meistens wirklich nur so ein bisschen aufgehübscht, Grafik, wenn überhaupt. Das ist für mich auch, also kann ja auch nicht unterstützen, sowas. Das finde ich ja auch sehr gut, dass sie anscheinend auch noch neue Funktionen reingebracht haben. Wie gesagt, ich habe ja keine Vergleichsbasis, aber das finde ich auch immer sehr gut dann. Wenn sie die Funktionalität einfach noch ein bisschen verbessert haben, vielleicht ein bisschen Komfort reingebracht haben oder sowas, was vorher nicht da war. Genau. Solange es das Spiel nicht auch grundlegend verändert, finde ich das gut. So, wir warten auf unsere Gruppe. Ja. Damit wir. Dann geht's ab in die nächste Ebene.
Ja. Da bin ich mal gespannt, was da so gesichert wurde. Oh ja. Da kommen sie. Mit drei Fallen, das ist auch schon ein bisschen paranoid, sowas. Ja. Man kann es auch übertreiben. Okay, es geht einfach weiter. Die Map ist ein bisschen kleiner, weil bisher, das deutet darauf hin, dass hier irgendwas Krasses passieren wird. Ich wollte gerade sagen, kleinere Map ist doch immer ein Anzeichen. So, Pause. Ach, schon wieder ein Kobold, okay. Ja, irgendwie, die Viecher sind ja wie die Karnickel, oder? Schlimm, ja. Gut, meinetwegen, weiter. Halt, 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 Immun fallen. Check, 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 so. Was habt ihr dieses ja, ganz wichtig. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Oh, Wasser hier unten. Mhm, da bin gespannt. Kobold. Das ist ein ganzer Fußmensch, unterirdisch. Richtig cool. Schick. Du pass auf John auf. Ja, ich hab ihn im Auge. Ein Treffer dürfte er noch schaffen. Jetzt werde ich ihn mal heilen. So. Das habe ich ein paar Mal auch schon gedacht, wo du meintest, so ein Treffer schafft er noch. Das sah sehr, sehr eng aus. Also, wenn dann der Gegner mal Glück hat und ein bisschen. Schnell, töte ihn! Gut. Oh. Eieiei, okay. Langsam wird mir das zu blöd mit den Heiltränken. Vielleicht sollten wir mal rasten, damit wir wieder Halt sauber haben. Aber hier treffen sie ziemlich gut, die Kobolde. Die scheinen ja, sehr low-level zu sein, oder? Ja, wir haben jetzt auch wieder öfters ein bisschen mehr Zeug. Mhm. Mal hier eine Zauberrolle, hier mal einen unidentifizierten Pfeil. Okay. Okay. Ein Pfeil. Aber ich hoffe, die kosten auch nur einmal identifizieren und nicht viermal. Also pro Pfeil. Weil ja, genau. Die müsste man eigentlich stacken können, ja. Ich hoffe es doch. Muss mal schauen. Wäre ja voll gemein. Jo, ja. Jo, jeden Pfeil einzeln, Leute. Wir wollen das Geld. Das ist scheiße, ja. Warte mal, der Held geht jetzt auch mal zurück. Lass mal die anderen vor hier. Genau. Das ist mir ein Held. Ja, er muss auch mal sich ein bisschen ausruhen, ne? Ach so. So nennt man das also jetzt, wenn man feige hinten steht und die anderen anfeuert. Na klar. Als Nahkämpfer möchte ich dazu sagen. Wenn er einen Bogen in der Hand hätte, okay, kann man drüber reden. Er ist jetzt halt auch ein bisschen müde und so, ne? Ah, natürlich. Der arme Kerl. Ah, da geht's rein. Okay, da gehen wir zum Schluss rein. Da dachte ich mir schon. Kommt ihr? Ja. Der Part ist ja auch schon fast wieder rum, Mensch. Oh. Ja, stimmt. Es geht immer so schnell. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass man nichts erreicht hat, aber eigentlich, es geht ja voran. Es ist so typisch Baldur's Gate. Alles ist so groß und komplex und umfangreich. Dauert es halt seine Zeit, bis man die Karte gecleant hat. Vor allem noch 50 Parts, dann wird es wahrscheinlich mit der Benennung der Parts sehr, sehr schwierig teilweise. Meinst du? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich kenn's ja. Was wollt ihr? Ja, aber, ja gut, zumindest dieses Areal können wir noch schnell fertig machen. Mhm. Ja, das war ja nicht so groß. Vielleicht ist das auch schon alles und es geht dann nur noch runter. Ich so wie das aussieht, ist das ein runder Raum. Mhm. Oh, was ist das? Oh, was Großes. Ja, das kenne ich nicht. Was sind das? Ein Grauschlick. Was? Okay, ich hoffe, der kriegt Schaden durch physische Attacken und mal schauen. Ich liebe diese Games einfach. Was ist das? Einfach Glibber auf dem Boden. Ja, lass mal mit dem Schwert draufhauen. Finde ich super. Okay, ich kann es töten und es gibt relativ viel Erfahrung. Und es hat irgendwie nichts gemacht. Es gibt richtig viel Erfahrung. Oh. Ah doch, es attackiert auch. Aha. Aber alles noch im Rahmen des Angenehmen. Ja, Grauschlicks, interessant. Ah, was ist denn hier los? Wieso Weltkartenwechsel, hä? Okay, speichern lieber mal vorher. Ja, nicht, dass der mich gleich rausportet oder so. Was ist hier? Ah! Ich sehe noch nichts. Okay. Ein Ausgang ins Irgendwo. Keine Ahnung, wo wir gerade sind, Freunde. Das ist auch interessant, dass die Karte nicht benannt ist. Ah, die Karte sagt mir, dass wir hier irgendwo sind. Interessant. Aha, Ausgang aus der Mine. Interessant. Ja, das ist ja eigentlich auch gut, ne? Wenn wir jetzt mit der Mine irgendwann mal fertig werden, dann haben wir einen schnellen Ausgang. Ich wollte gerade sagen, das deutet auch darauf hin, dass die Mine vielleicht gar nicht mehr so lange geht, wenn da schon der Ausgang ist. Wenn ihr ein wenig tiefer in die Höhle geht, seht ihr, dass sie eingestürzt ist. Es sieht so aus, als ob niemand in die Höhle eindringen kann. Nur von der anderen Seite könnte man einen Weg... Ja, ihr könnt mich mal. Ich lade den Spielstand natürlich. Dam, dam, dam. Ja,
gut zu wissen. Ja, das ist dann der Ausgang für später. Ja, wenn wir fertig sind. Übrigens, John, der Text steht doch auch unten in der Box. Warum klickst du immer wieder drauf? Ach ja, stimmt ja. Aller Text, jeder, der Kombi-Text aller, steht unten drin. Eigentlich schon, ne? Sollte ich mich mal dran gewöhnen. Das machst du immer. Ich freue mich da immer drüber. Müsste ich auch bei den Grabsteinen habe ich das bemerkt. Aber das war ja eine der Folgen, wo es so ein bisschen der Text nicht so tolle war, glaube ich. Ja, stimmt. Wegen der Umstellung. Genau, da war die Einstellung nicht so perfekt. Naja, Freunde, da drinnen, ich denke, da wird sich einiges aufklären, warum es in der Mine so abgeht, wie es abgeht. Und das werden wir dann im nächsten Part erfahren. Der Gary bleibt uns da auch noch erhalten. Und, yay! deswegen sage ich einfach bis zum nächsten Mal und du hast die letzten Worte. Ja, Cliffhanger, Leute, seid gespannt, was darin kommt und schaltet wieder ein zu Baldur's Gate. Bis dahin, tschüss. Eure Dienerin steht zu euren Diensten.